Willkommen zu einem kleinen How-To-Video rund um Xenoblade Chronicles. Heute zeige ich euch, wie ihr die 5 Monado-Kopien freischalten könnt. Die Quests dafür bekommt ihr alle von Venea ab einem bestimmten Punkt in der Story. Dafür müsst ihr erstmal das Monado verlieren und dadurch die Monado-Kopie erstmal bekommen. Und wenn ihr die Quest angenommen habt, dann müsst ihr pro Quest 3 Sachen ran schaffen. Also, für Monado-Kopie 5 braucht ihr einen gelben Istalstein, ein Vodra-Königsei und ein Unkor-Auge. Für Monado-Kopie 4, Höllenfeuer, Brachiathorn und Tutan-Abzeichen. Für die Nummer 3 braucht ihr ein Gletscherelement, Irrleucht-Solarkorn, Igler-Lichtstachel und 2 Meereselixier, Schrötenmoos, Eulenkleinod. Und für die Monado-Kopie 1 den Lykos-Königszahn, den Raubseidenfaden und den grauen Ardon-Bart. Ich würde sagen, wir gehen alle Items kurz durch. Ich zeige euch, wo ihr die herbekommt. Und dann werden wir uns alle 5 Kopien abholen und uns angucken, wie die aussehen und was sie können. Also, wenn euch das Video gefällt, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Und wir starten jetzt einfach mal. Lykos Königszahn bekommt man, indem man ganz einfach zum Sumpf von Satol reist, zum Obelisk der Stille. Dann ist wichtig, dass ihr auf Nacht schaltet. Denn die Lykosse sind nur nachts unterwegs. Die sind nachtaktiv. Und dann sieht man schon hier grüner Lykos. Die müsst ihr platt machen. Von denen bekommt ihr Lykos Königszahn. Bevor ich jetzt hier hin und her reise, kann ich euch gleichzeitig okay, wir machen es lieber Kopie für Kopie. So, Lykos Königszahn. Dann brauchen wir Raubseidenfaden und grauen Ardonbart. Dafür geht's nach Beines Bayonis. Zuerst zum Markstein Kamos. Da dreht ihr dann einfach die Kamera. Und hier rennen Magnus-Ardons rum. Von den Magnus-Ardons könnt ihr den grauen Ardon-Bart droppen. Dann könnt ihr zum Wendeltal reisen. Wenn alles für euch gut läuft, dann könnt ihr hier einfach runterspringen. In die Windhöhle. Und hier gibt es die Königsraubs. Von den Königsraubs bekommt ihr diesen Raubseidenfaden. Monado Kopie 1. Also, Königszahn, Seidenfaden, Ardonbart. Müsst ihr nur die Viecher platt machen, die sich natürlich im Level 77er bis 83er Bereich befinden. Also solltet ihr gut ausgerüstet sein. Aber das ist bei weitem nicht die schwierigste Quest. Monado Kopie 2. Meereselixier, Schrötenmoos und Eulenkleinod. Dafür reisen wir jetzt kurz zu Kolonie 6. Kolonie 6 zum Transportweg. Wir hoffen mal, dass es jetzt regnet. Das ist am einfachsten. Lied kurz. Aber leider regnet es gerade nicht. Natürlich blöd. Aber wenn es hier regnet, dann fliegen hier 2 Fliefis herum. Und so Drachen, Schlangen-ähnliche Viecher. Die müsst ihr platt machen. Sind Level 77. Droppen das Meereselixier, das ihr benötigt für Monado Kopie 2. Schrötenmoos und Kleinod. Dafür geht's wieder zum Sumpf von Satol. Diesmal
ist das einfachste tatsächlich wieder zum Obelisk der Stille. Diesmal müssen wir aber ein Stück laufen. So, folgendes. Wenn es nachts ist, ist schon mal gut. Von den Eulen bekommt ihr das Eulen-Kleinod. Und von den Frostnebula bekommt ihr... welches Element war das nochmal? Moment. Nee, gar nicht. Von den Frostnebula bekommt ihr das Gletscher-Element. Das ist schon für Monado Kopie 3. Ja. Die braucht ihr. Was ich eigentlich eher zeigen wollte. Bin ich natürlich in die falsche Richtung gelaufen. Ich muss nach hoch. Satol Schröte. Von denen bekommt ihr das Schrötenzeug. Also, Monado Kopie 2. Meereselixier von den Fleafies Kolonie 6 Transportweg. Schrötenmoos von den Schröten, die gerade eben vor uns aufgetaucht sind. Und das Eulenkleinod von den Eulen, die in den Bäumen wohnen. Monado Kopie 3. Gletscherelement habe ich euch gerade schon gesagt, von den Nebula, Frostnebula. Da müsst ihr so von Saltoll nachts sein. Und es ist auch ein bestimmtes Wetter. Das ist so nebelähnlich und das sieht so aus, als würden die Pflanzen heller leuchten als sonst. Auch relativ selten. Okay, Irrleucht, Solarkorn. Und Igler Lichtstachel. Igler Lichtstachel. Dafür brauchen wir jetzt nicht extra losreisen. Kann ich euch so zeigen. Bein des Bionis. Seraguel. Ihr könnt entweder zur Norden- oder Südenbrücke. Aber ich würde Norden empfehlen. Dann lauft ihr hier runter. Und auf diesen Inseln befinden sich so um die Level 77... dunkle Igler und helle Igler. Die droppen den Igler Lichtstachel. Für das andere müssen wir zum Inneren des Bionis. Wir reisen einfach mal zum Rückenmarkturm. Gut. Rückenmarkturm Quest. Kurz nochmal reingucken, wie das Vieh heißt, was wir brauchen. Irrleucht Solarkorn. Oh, gar nicht. Wir müssen gar nicht hier hin. Aber wir müssen noch. Moment, ich guck ganz kurz. Tatsächlich nicht. Inneres des Bionis brauchen wir gar nicht. Falsche Ecke. Tefra-Höhle. Hier bei dem Irrleucht Solarkorn kann man tatsächlich recht einfach zur Kummerquelle. Wie der Name schon sagt, bekommt man Irrleucht Solarkorn von Irrleuchten. Quasi Glühwürmchen. Das einfachste ist, wenn ihr hier durchgeht. Und da fliegen die schon rum. Femuni-Irrleucht. Das Problem ist nur, ihr kommt an dieser Stelle gar nicht hoch. Das heißt, ihr müsst euch die ranholen. Und dann hier bekämpfen. Das ist der kürzeste Weg. Weil ansonsten müsstet ihr tatsächlich...
Moment. Tatsächlich müsstet ihr zum Sevilla. Hier den ganzen Weg lang. An Level 80er bis 90er Gegnern vorbei. Hier lang. Dann hier lang. Und. Moment. So. Und dann würdet ihr hier rauskommen. Also, das ist auf jeden Fall der kürzere Weg. Ja, das wäre Monado Kopie 3. So, Monado Kopie 4, ich sag's euch, das ist die mit Abstand schwierigste. Höllenfeier bekommt ihr vom 120er Drachen. Brachiathorn bekommt ihr von Level 96er Brachiaten. Und Trutan-Abzeichen, gut, das ist ein Level 76er einzigartiger Gegner. Der ist noch relativ easy. Fangen wir am besten direkt mit dem Easy-Peasy-Gegner an. Beines Bionis. Obere Ebene. Marktstein Zax. Das zeige ich euch am besten zu Fuß. Das ist ein kleiner Weg. Also. Laufen wir hier runter. Hier runter. Über die Brücke. Und da hinten in der Ecke sieht man schon diesen leichten Vorsprung. Dort ist der einzigartige Gegner. Dein Truthahn. Was auch sonst. Ein Truthahn, Brutan. Ein brutaler Truthahn. Da, wo das Sammel-Item leuchtet, da ist der. Hier sind ja ziemlich viele Truthans, Luschen. Und hier ist der einzigartige. Ah, ich habe den natürlich schon besiegt. Deswegen ist er nicht da. Gut, machen wir als nächstes Brachiathorn. Dafür müssen wir zum Wald von Magna. Einfachste ist, wenn man zum Grenzdorf-Eingang reist. Grenzdorf-Eingang. Level 96 sind die. Also solltet ihr auch ein entsprechendes Level haben. Da unten sind sie schon. Die müsst ihr platt machen. Von denen bekommt man das Brachiathorn. So. Als nächstes. Berg Wallach. Folgendes. Ich zeige euch am besten noch zusätzlich, wie ihr auch zu dem Ort kommt. Zum Wallach-Gipfel. Weil man muss ja hier. Ja. Das ist ein etwas längerer Weg. Denn um zu dem 120er zu kommen, muss man einen kleinen Weg auf sich nehmen. Machen wir das einfach mal schnell. Ach, Tempo. Tempo ist schon drin. Die zweite Ausfahrt muss man nehmen. Bei Nacht ist der Berg Wallach echt schön. Nicht nur immer wieder sagen. So, hier lang. Bin mir nicht sicher, dass es sogar vereist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Bin mir aber gerade nicht sicher. So. Und dann müsst ihr hier lang. Am Serik-Fall vorbei. Wichtig ist, ihr solltet wirklich Tempo 25 drin haben, um den Sprung zu schaffen. Hier ist Eis. Gleich die anderen Items noch mitnehmen. Hier ist Eis. So, da vorne ist eine Eisrutsche. Und ihr müsst im letzten Moment müsst ihr abspringen. Schrei dann laut B. Moment.
B. So. Bam. Wichtig ist, ihr müsst an dieser Wand landen. Ansonsten landet ihr da unten im Wasser und es bringt euch nichts. Ihr müsst hier oben hin. So. Das Wetter, das stimmt schon mal nicht. Es ist zwar dunkel, weil nachts und so, aber es muss Schneesturm herrschen. Muss ein Schneesturm herrschen und dann taucht oben am Gipfel der drei Weisen oder der drei Kaiser. Wie heißt das? Gipfel der drei Weisen. Dort taucht der Lawinen-Abasi auf. Level 120. Ganz wichtig, der hat eine Sofort-Tot-Aura. Das heißt, der wird eure Gruppe instant killen, wenn ihr keine Schwächenschutz-Resi habt. Klar, also hier wäre der dann. Da, wo der Ehre ist, halt ist. Klar, könnt ihr auch Sofort-Tot-Resi nehmen. Aber Schwächungsresi ist besser, weil das schützt vor Soforttod und vor anderen Schwächungen. Also, probiert, dass ihr Schwächungsresi 100% habt. Bei Fiora habe ich Schwächungsresi 100%, bei den anderen nur 75%, weil fehlt hat. Wobei, ich habe mittlerweile doch mal eins bekommen. Deswegen, Schwächungsresi 100%, wichtig. Ah, und am besten die ganze Zeit umschmeißen. Entweder kämpft ihr mit Fiora, Dunben und Shulk oder mit Fiora, Dunben und Ryan und versucht die ganze Zeit durch Angriffsketten den am Boden zu halten. Gut. Und mal. Sagen die Mission. Monado Kopie 4. Höllenfeier. Brachiatoren. Tutanabzeichen. Habe ich euch alles gezeigt? Dann letzte Quest. Gelber Istallstein. Rodra. Königsei. Und Unkorauge. Gelber Istallstein bekommt ihr direkt hier. Ja, Ehre Istall. Gelber Istallstein. Läuft. Dann das Vodra Königs. Auch relativ einfach zu bekommen. Zum Bein des Bayonis. Bein des Bayonis. Markstein. Zacks. Und dann müsst ihr nicht links runter, um zu dem Trutan zu kommen. Sondern einfach hier gerade. Da. Bein Vodras. Geht einfach hier an der Seite runter. Da. Das, was die Treppenstufen aussieht, runter. Und killt die Beinwodra. Nur den Unkor zu bekommen. Das wird ein bisschen schwierig. Tefra-Höhle. Da geht's nicht einfach nur Kummerquelle. Nein. Da müssen wir wirklich den langen Weg nehmen. Sevilia. Das Gute ist, dass wir schon mal Level 89 sind. Die Monster werden zwar trotzdem auf uns aggressiv, aber nicht ganz so schlimm. Da komm, bin ich drum herum gekommen. Also dem Weg folgen. Wird natürlich erst frei, nachdem Mekonis Kern. Da. Röhneule. Level 91er Echsen. Weiß nicht, ob ich so dran vorbeikomme, aber eigentlich, wenn man langsam ist,
geht's. Nochmal Eulen. Ah, die sind jetzt aggressiv geworden. Und da ein einzigartiger Gegner. Versuchen wir jetzt einfach mal zu ignorieren. Hier ist der Unkor. Junge Unkor, die müsst ihr platt machen. Und bevor ich jetzt mich noch weiter in Kämpfe entwickle, verwickel. Kann sich auch in Kämpfen entwickeln, aber... Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Himmelsluke! Eigentlich wollte ich jetzt hier weg. Hilfe! Hilfe! Ja, ist auf jeden Fall voll mit Gegnern. Ihr müsst aber wirklich nur die Unkoren platt machen. Ach, du Bummelein. Sackgasse! Vielleicht. Sehr gut. Himmelsluke. Ja. Das war jetzt die Schnellvariante, um zu entkommen. Auf jeden Fall, junger Unkor, müsst ihr platt machen. Ich habe euch jetzt alle Orte gezeigt, wo ihr hin müsst, um einzelnen Bestandteile, einzelnen Items zu bekommen. Und jetzt holen wir uns alle 5 Monados ab und gucken uns mal an, wie die aussehen, oder? Deswegen sind wir doch hier. Gut. Schauen wir uns die mal an. Wenn er, ich habe alle Items. Hallo. Hallo. Wie ich sehe, habt ihr mir die benötigten Materialien gebracht. Ich mache mich sofort an die Arbeit. So, fertig. Monado Rudra. Angriffsstabilität. So, Monado Kopie 1 ist Monado Rudra. So, weiter. So, fertig. Agni, Blockrate. Mission erfüllt. Monado Kopie 2 ist Monado Agni. Hallo. Monado Abyssus, höhere Angriffskraft. Das ist Monado Kopie 3. Hallo. So, fertig. Kritische Treffer. Höhere Crit-Rate, Monado Dogma. Und die letzte Monado-Kopie. So, fertig. Saga erhöht die Verteidigung. Monado Saga, Monado-Kopie 5. So, alles erledigt. So, gehen wir nach draußen. Licht. So. Ausrüsten.
Monado Abyssus. Blau. Ja. Verfügt über immense Zerstörungskraft. Hat eine Crit-Rate von 15. Und einen höheren physischen Schaden. Also. Ja. Dann Monado Agni. Blockrate. Nice. Physische Abwehr. Auch nice. Aber der Mindestschaden ist echt schlecht. Monado Rudra ist fast schon schlechter. Oh, sieht aber nice aus. Sieht ja richtig nice aus. Vom Aussehen her, lila. Agni. Kopie. Dogma. Oha. Und Saga. Dogma hat eine richtig krasse Crit-Rate. Das Problem hier ist, nur zwei Sockel. Und Saga ist eine nice Blockrate und viel physische Abwehr und Ätherabwehr. Ist aber vom Schaden her echt nicht so geil. Also sieht schon nice aus. Hat was. Und Alter, hammerhart. Also das sieht ja aus. Wollen wir doch gleich mal ganz kurz in Aktion sehen, oder? Klatsch mal hier so eine Telethia weg. Das ging ja schnell. Aber richtig nice. Und ich vermute mal, dass man später irgendwann verschiedene Monados als Skins nehmen kann. Nice. Richtig nice. Gut, das wär's mit den Monado-Kopien. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Und wir sehen uns in den anderen Tutorial-Videos oder im Let's Play. Bis dann.